Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Ausstellung 3D in der Kunstakademie Bad Reichenhall. 3D ist natürlich in allen möglichen Arten und Weisen in aller Munde im Zeitalter der Digitalisierung, aber uns als Kunstakademie Bad Reichenhall zu unserem Jubiläum beschäftigt natürlich auch die Tradition des Dreidimensionalen und aus diesem Grund war uns ein großes Anliegen, ein Ausstellungsprojekt im Rahmen unserer Jubiläumsausstellungsreihe zu machen, die sich mit der dreidimensionalen Gestaltung, mit dem dreidimensionalen Verständnis, künstlerischen Verständnis beschäftigt. Und viele von Ihnen werden das sicherlich wissen. Sie sehen ja, hier stehe ich gerade zwischen zwei Skulpturen, die natürlich den Menschen im Blick haben, also eine der zentralen Fragestellungen künstlerischer Arbeit, das abzubilden. Wenn man an die Venus von Millendorf denkt zum Beispiel, dann ist das natürlich eine der ältesten überhaupt Zeugnisse menschlicher skulpturaler Darstellung. Und das wird uns im Laufe der Zeit auch noch weiter beschäftigen. Aber, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dreidimensionale Kunst ist natürlich sehr viel mehr. Die beschäftigt sich nicht nur mit dem Menschen und der Abbildung des Menschen, der Darstellung des Menschen, sondern es geht überhaupt darum, wie versteht man eigentlich Gestaltung im Raum, weil das ja eigentlich unserer Seh- und Sinneserfahrung entspricht. In der bildenden Kunst beschäftigen wir uns viel, viel größerem Maße eigentlich mit zweidimensionalen Formen der Kunst. Und dennoch ist ja das ganz widersprüchlich zu unserer allgemeinen Seherfahrung. Deswegen haben sehr viele Künstler daran gearbeitet, wie sie diese Dreidimensionalität in einer zweidimensionalen Form darstellen können. Aber uns, wie gesagt, beschäftigt genau das andere und vielleicht auch da nochmal ein Rückgriff in die Geschichte. Es ist nicht zufällig, dass die Architektur eine der Königsdisziplinen in künstlerischen Schaffen war und früher einen deutlich höheren Stellenwert hatte, als der Architektur heute beigemessen wird als künstlerische Aufgabe. Ja, und weil ich gerade schon erwähnt habe, ich stehe hier zwischen zwei Darstellungen von Menschen, aber Sie sehen, das, was wir hier präsentieren, ist sehr viel mehr eben als diese Darstellung. Sie sehen links hinten zum Beispiel ein Objekt, das jetzt im Moment hier am Boden platziert ist. Ja, und da werden wir dann im Detail nochmal näher darauf eingehen, weil natürlich das 20. Jahrhundert einen ganz neuen Begriff des dreidimensionalen Gestaltens, des Objekts, der Skulptur sozusagen in der bildenden Kunst aufgeworfen hat. Dazu gehören dann auch so etwas eigenwillige Fragestellungen wie zum Beispiel, warum präsentieren wir Dinge auf einem Sockel? Welchen Stellenwert hat der Sockel im Verhältnis zu dem, was als Kunstwerk vielleicht präsentiert wird, oder ist er bereits Teil des Kunstwerks? Also das wird uns hier im Laufe dieser Ausstellung beschäftigen. Ich darf gleich am Anfang darauf hinweisen, die ist ab dem 26. August 19 Uhr wieder auf unseren Social Media Kanälen YouTube und Facebook zu erleben. Ich bitte Sie, klicken Sie rein, schauen Sie, was passiert. Die Ausstellung läuft, wie gesagt, vom 26. August bis zum 12. September und ist schon die vorletzte unserer Jubiläumsausstellung, also allerhöchste Zeit vielleicht auch für Sie, nochmal einen Blick auf die vergangenen, schon im Archiv gelagerten Ausstellungen, um zu sehen, welche große Vielfalt künstlerischen Schaffens in 25 Jahren Kunstakademie Bad Reichenhall entstanden sind und wie unsere Teilnehmer jedes Mal, genauso wie unsere Dozentinnen, eben Wege finden, ihre künstlerische Idee dann in die Tat umzusetzen. Ja, so nun in medias res, würde ich sagen. Links von mir sehen wir eben eine Frauendarstellung. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass sozusagen die Venus von Willendorf ja eine der ganz markanten Frauenkörperdarstellungen eben in der Kunstgeschichte ist. Und dort sehen wir ja eine weibliche Form, die nicht dem heutigen Schönheitsideal entspricht. Jetzt sehen wir hier links von mir eine Arbeit von Brigitte Herzog. Eine Bronze, wunderschön, der Torso, den wir hier sehen, ganz klassisch angelegt und natürlich, wie das bei einer Bronze der Fall ist, immer wieder die spannende Fragestellung, wie gehe ich denn auch mit der Oberfläche um? Wir sehen hier sozusagen einen in Anführungsstrichen schlanken, relativ normalen Frauenkörper und der eben ohne die Gliedmaßen in ausgeführter Form und ohne Kopf dargestellt ist, also dieser Torso, der wird hier uns direkt und unmittelbar in einer Frontalansicht präsentiert. Und das Schöne an den Skulpturen ist ja,
den Vorteil habe ich jetzt hier vielleicht mehr wie Sie in der Online-Besichtigung, dass man ja verschiedene Positionen zu einem solchen dreidimensionalen Objekt einnehmen kann und dadurch natürlich ein ganz anderes Gefühl für die Räumlichkeit, für die Dreidimensionalität, für den Körper, für das Volumen bekommt. Und dennoch, was besonders interessant ist, sind hier die Oberflächenbearbeitungen. Wir sehen hier teilweise leicht polierte Flächen, aber ansonsten ist es sehr schön. Es hat eine insbesondere wunderbare Anmutigkeit in der Oberfläche, etwas, was bei der Bronze ja ganz typisch ist. Ja, und rechts von mir sehen wir ein Werk von Gerhard Almbauer. Gerhard Almbauer, wie viele von Ihnen wissen, langjähriger Dozent der Kunstakademie und bei uns eigentlich immer als Maler aktiv. Und diese Skulptur lässt ja eigentlich etwas mit Metall vermuten, wenn wir uns die Farbigkeit anschauen, aber de facto ist es aus Papier und Styropor, also Dinge, wo wir überhaupt nichts in dieser Schwere haben, in diesem Material, wie das eben klassischerweise in Skulpturen ist. Es wird uns eigentlich etwas vorgegaukelt hier und dennoch sehen wir wunderbar hier diesen Kopf, Männerkopf, der dann auch nicht im Detail ausgeführt ist, sondern diese Offenheit behält, nicht im kleinsten Detail, sondern ganz entsprechend auch der sonstigen Werke von Gerhard Almbauer, die wir kennen, eben sehr stark mit collagenartigen Techniken spielt, mit Materialien spielt und eben nicht diese ganz schicke Oberfläche schafft, sondern uns als Betrachter tatsächlich noch so ein Gefühl von Lebendigkeit in der Oberflächenbearbeitung erlaubt. Und ich glaube, das ist ein ganz besonders schönes Werk. Ja, gerade eben habe ich schon über Gerhard Almbauer, einer unserer Dozenten in der Kunstakademie, berichtet. Jetzt stehe ich quasi vor der Skulptur eines früheren Dozenten der Kunstakademie, Menno Fahl. Menno Fahl hatten wir auch schon in einer unserer vorherigen Jubiläumsausstellungen. Menno Fahl ist ein Künstler, der insgesamt eben mit den klassischen Formen arbeitet, Kreis, Rechteck, Quadrat und das einerseits natürlich dann in eine figurative Form in seiner bildende Kunst als Bilder umsetzt, aber hier in der Skulptur wird das wunderbar offensichtlich, wie das dann sozusagen in einer Dreidimensionalität umgesetzt wird. Wir sehen eben hier den Halbkreis, der eingesetzt wird, wir sehen hier das Rechteck, hier taucht als ein Gegenstück wiederum der Halbkreis auf, so dass sich sozusagen Balancen ergeben in der Gestaltung der eigentlichen Figur, die hier ganz klar angedeutet ist. Wir haben natürlich die Gerade, also die Vertikale und die Horizontale, die hier tatsächlich strukturierend wirken für sozusagen den eigentlichen Körper, der uns hier angeboten wird, was in einer spannenden Art und Weise ergänzt wird über die Diagonalen, die hier diese Metallstäbe einnehmen. Woraus besteht dieses Kunstwerk? Es ist eben eine vielfältige Mischung aus Metallelementen, aus Gips und dadurch aus Ton und aus Versatzstücken anderer Materialien, wie Holz zum Beispiel. Und das ist eine Lebendigkeit, die der Künstler aber dann in ihrer Materialität eigentlich nur dem Betrachter erlaubt, sich anzunähern, wenn man ganz nah dran ist, weil durch die Überarbeitung mit Farbe in der Malerei sozusagen an der Skulptur überdecken wir natürlich die eigentlichen Materialitäten und dadurch gibt es aber auch wieder eine Form der Einheit. Ganz besonders spannend ist, so eine Arbeit auch anzuschauen vor dem Hintergrund, dass wir uns natürlich, wenn wir uns an die Kubisten erinnern oder zum Beispiel auch an die Bauhausbewegung mit Oskar Schlemmer, wo sozusagen dann in einem Ballett auch diese Grundformen wie Kreise, wie Quadrate und auch Kuben plötzlich sozusagen eine Präsenz auf der Bühne erhalten und dadurch ein ganz anderes Raumverständnis entstanden ist. Und natürlich auch bei Itten oder eben, wie schon erwähnt, bei Oskar Schlemmer im Bauhaus spielt die Farbigkeit, also die Grundfarbigkeit, die wir hier in Ansätzen auch sehen, eine ganz große Rolle und dadurch wird Farbe dann zu einem lebendigen Vexierspiel eigentlich. Und insofern steht eine Skulptur wie diese, die natürlich in der Gegenwärtigkeit ist, auch in ihrem Materialverständnis, trotzdem in einer Beziehung zu Tradition der Moderne. Ja, und ein weiterer historischer Bezugspunkt ist die Arbeit, die wir hier als Relief sehen von Regula Frey, die silbrig glänzende Arbeit. Nun offensichtlich ein Relief und worauf bezieht sich das?
wenn wir an die Kunstgeschichte denken, dann müssen wir sofort an die Zero-Bewegung denken, der 60er Jahre, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre besonders intensiv. In Düsseldorf gegründet, Heinz Mack, Günter Uecker sind Beispiele für Künstler aus dieser Bewegung. Und was haben die gemacht? Sie haben tatsächlich versucht, eigentlich bei einem Nullpunkt, also die Kunst neu zu verstehen, haben ganz neue Materialien genommen, haben versucht, Natur in ihre Naturphänomene, in ihre künstlerische Arbeit, aber mit extrem künstlichen Materialien einzufügen. Besonders bekannt sind eben gerade die Elemente von Heinz Mack, wo er mit dem Sonnenlicht sozusagen auf reflektierende Metalle Reliefs geschaffen hat. Die gibt es dann auch natürlich als Objekte. Und so etwas ist ähnlich hier bei Regula Frei. Aber ganz spannend, wir haben einerseits diese silbrig glänzende Oberfläche, die dann beinahe etwas Schuppenartiges hat und damit wieder einen ganz besonderen Naturbezug. Und gleichzeitig in einer ganz spannenden Art und Weise eine Materialität von Alu hat. Also etwas, was dem Technischen stärker wieder entgegenkommt, und doch ist in unserer Betrachtung, in der Anmutung dieses Gefühl, wir sehen eigentlich eine organische Oberfläche auf einer gewissen Ebene. Also das ist ein ganz spannender Kontrast, der hier aufgebaut wird. Ja, und Träger dieser Alufolienplättchen ist ein Stoff, der unterlegt ist, sodass er entsprechend diese Reliefstruktur herbeiführt. Und wir haben also zwei Phänomene, die hier besonders spannend sind. Einmal, dass wir diese bewegte Oberfläche haben in ihrer dreidimensionalen Art und Weise, also Höhen und Tiefen, tatsächlich auch plastisch ausgeführt haben. Und auf der anderen Seite verstärkt sich das eben durch die Lichtreflexion. Dadurch kommt noch mehr Bewegung und Lebendigkeit in so etwas. Ja, und wie befestigt die Künstlerin die Plättchen am Stoff? Manche von Ihnen würden sich vielleicht denken, ach, die werden geklebt. Nein, das ist nicht der Fall, sondern jedes einzelne Element ist genäht. Also angenäht und nicht an jeder Stelle, an jeder Seite, sondern wenn Sie ganz nah rantreten könnten, dann würden Sie das sehen. Es sind immer nur kleine Teile dieser Plättchen tatsächlich mit Nadel und Faden befestigt worden, sodass der Rest eine Flexibilität behält und dadurch auch auf die Umgebungssituation reagieren kann. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Föhn anlegen würden, was wir nicht tun, weil es nicht so gedacht ist, dann würde man diese Alufolienplättchen tatsächlich im Winde schwingen. Ja, ich hatte ja auch gerade bei Menophalen nochmal daran erinnert, dass die menschliche Figur einer der zentralen Aufmerksamkeitspunkte für künstlerische Gestaltung ist. Und Sie sehen mich hier inmitten von drei künstlerischen Positionen stehen, die das auch tun, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Es geht nicht mehr um die Figur an sich, die im Vordergrund steht, sondern es sind eigentlich andere Themen, die eine große Rolle spielen. Und die schauen wir uns jetzt im Detail an. Beginnen möchte ich eigentlich bei der Arbeit hier von Karin Strobel. Wir sehen diesen langgestreckten Hals, diesen schlanken Kopf, eine Keramik und darauf diese Haarsituation, die aber sehr speziell anmutet, offensichtlich ein ganz besonderes Phänomen, eine herausragende Frisur, die gewählt worden ist, um tatsächlich einen besonderen Ausdruck zu machen. Woran erinnern uns diese langgestreckten Dinge? Natürlich in vieler Hinsicht an die ägyptischen Skulpturen, die eben in dieser Filigranheit und dieser Klarheit sozusagen tatsächlich diese Eleganz ausdrücken. Und das wird ja dann fortgeführt in einer ganz anderen Art und Weise im 20. Jahrhundert bei so jemand wie Giacometti. Was uns aber wieder eher an diese ägyptischen Ikonografien erinnert, ist dann eben dieser goldene Haar, diese Haartolle oder Haarschmuck, kann man eigentlich sagen, die hier ist, die tatsächlich beinahe auch durch diesen Goldton daran erinnert, dass Gold eben tatsächlich auch Ausdruck von diesen königlichen oder hoheitlichen Personen ist und wir in der Kulturgeschichte natürlich ganz viele solche Repräsentanzen sehen. Ja, und links davon sehen wir von Regina Rauhin eine Skulptur, eine Büste, eine Frau, und ganz interessanterweise, wenn Sie hier die Frisur anschauen, da sehen wir etwas, was so auf den ersten Blick vielleicht eine Ähnlichkeit aufweisen mag zu dem, was wir gerade angeschaut haben, aber nein, tatsächlich sehen wir hier eine ganz andere Form von Repräsentation. Es ist keine allgemeine Kultur,
die hier gesagt ist, sondern offensichtlich schon ganz klar eine Person, die die Künstlerin aller Wahrscheinlichkeit nach persönlich kennt, die unmittelbar dargestellt wird. Es ist eine Person, die tatsächlich auch mit Schmuck ausgestattet ist, mit einem schönen Kleid. Wenn man hier näher herantritt, sieht man, dass das in dem Gips auch tatsächlich sehr schön noch eingeritzt ist. Wir sehen wunderbare Applikationen. Man könnte also beinahe schon meinen, die Brüsseler Spitze, die hier sozusagen eigentlich dann in der Dreidimensionalität umgesetzt ist. Also auch hier sieht man schon, hier steht die Person nicht nur für die einzelne Person, sondern tatsächlich hat auch eine Repräsentationsaufgabe, auch wenn sie nicht in dieser Allgemeingültigkeit gezeigt wird wie bei der ersten Arbeit. Ja, und einen ganz großen Kontrast sehen wir hier rechts. Von mir zwei Skulpturen von Uta Beckert. Viele von Ihnen wissen das vielleicht. Uta Beckert ist seit vielen Jahren bei uns als Dozentin tätig und arbeitet mit ihren TeilnehmerInnen immer ganz wunderbare Skulpturen aus. Man sieht vielleicht hier schon bei Frau Rau Ihnen auch diese Ähnlichkeit, diesen Bezug, dass hier tatsächlich sie bei Uta Beckert einen Kurs besucht hat. Ich kann Ihnen sagen, aus meiner Anschauung und Erfahrung, wenn ich die Kurse von Frau Beckert begleiten darf ab und zu und einen Blick hineinwerfe, ich bin jedes Mal wieder enorm verblüfft, wie viel doch tatsächlich dann auch tatsächlich in dieser kurzen Zeit unserer Kurszeiträume, die wir haben, an fantastischen Skulpturen entsteht. So, jetzt aber zurück zu den beiden Werken von Uta Beckert. Und einerseits sehen wir natürlich handwerkliches Können in einer ganz besonderen Art und Weise, aber noch besonders interessant ist das, was ich vorhin hatte. Hier haben wir die Repräsentanten von vielleicht hoheitlichen Einrichtungen oder eben für Staaten stehend. Aber hier sehen wir sozusagen die Alltäglichkeit, Figuren, die tatsächlich gesellschaftspolitisch eine Rolle spielen. Und das steht natürlich in der Tradition, wie wir es seit der Moderne kennen. Kunst, die tatsächlich Stellung bezieht, die Dinge sozusagen thematisiert. Und wir haben hier ganz recht diesen Herrn mit der Maske, natürlich ein Thema, das uns alle jetzt seit 1,5 Jahren beschäftigt, Corona. Und darüber hinaus, wir werden hernach nochmal eine nähere Aufnahme zeigen, sieht man, der ist voll beladen mit Toilettenpapier. Wir alle wissen noch die Notstandssituation, sage ich mal in Anführungsstrichen, des Toilettenpapiers in den Supermarktregalen bzw. das fehlende Toilettenpapier. Das hat die Künstlerin hier inspiriert und das hat dazu geführt, dass tatsächlich hier eine sehr zeitgemäße, zeitgenössische, kritische Arbeit entstanden ist. Ja, und dasselbe sehen wir hier eigentlich auch bei den beiden Herrschaften, die sich so auf ihr Sofa fläzen, ganz gemütlich zu Hause. Ja, der Mann ist schon eingeschlafen, trägt hier so ein Feinripp-Unterhemd, steht natürlich bildlich für eine ganz gewisse Generation, glaube ich auch. Neben ihm eine Frau, die scheint auch leicht entschlafen zu sein und sie hat in der rechten Hand oder in der linken Hand die Fernbedienung. Es ist kein Handy, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern hier sehen wir die Fernbedienung zum Fernseher. Es ist also das Sofa im Wohnzimmer, wo tatsächlich dann die Herrschaften eingeschlafen sind und sozusagen tatsächlich dem Konsum anheimgefallen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, zum Abschluss unserer figürlichen Darstellung in der Ausstellung 3D. Zwei Werke, die nochmal ganz anders mit dem Verhältnis der menschlichen Figur und dem Arrangement im Raum umgehen. Wir haben im Prinzip jetzt sehr viele der klassischen Skulpturen, die als Darstellung eben als reines Objekt funktionieren, aber hier werden sozusagen mit Skulpturen Raumsituationen geschaffen. Einmal, wenn wir hier links schauen von mir, Klaus Seidel, der hier eine Szenerie aufgebaut hat, wo die Skulpturen tatsächlich ein Setting beleben und wir sehen hier natürlich eine voyeuristische Situation, die Frau, die sich hier sonnt, scheinbar, die beobachtet wird von den beiden Herren, die hinter dieser Wand sind. Also insofern durchaus ein kritischer Blick auf den männlichen Blick auf Frauen und ihre Nacktheit und die Sexualität. Insofern ist das hier unmittelbar in Szene gesetzt. Aber wichtiger, finde ich, bei dieser Arbeit ist eben tatsächlich der Umgang mit dem Raum. Das heißt, wir haben hier eine Situation, die scheinbar getrennt voneinander ist, Figuren, die
voneinander geschieden sind durch eine Vertikale, die aber dann überwunden wird durch eine dieser Figuren und die quasi sich oben die Beziehung herstellt zu der Frau und auch der, der hier in der Hocke ist, der durch ein Loch in der Wand sozusagen eine Blickbeziehung zu der Frau herstellt. Ein anderes Verhältnis im räumlichen Sinne, eben im dreidimensionalen Sinne, sehen wir hier bei Frau Enax. Es ist eine mehrteilige Arbeit, die deutlich mehr Einzelteile hat als die wenigen, die wir jetzt hier zeigen. Es sind hier insgesamt 16 Einzelstücke, die wir zeigen, die aber immer in Arrangements präsentiert werden. Also auch hier schon eine ganz neue Idee, wie verhält sich denn überhaupt, wie präsentiere ich denn sozusagen Skulptur, Objekt? Und hier wird zugleich die Frage gestellt, wie verhält es sich zwischen dem Objekt, dem Sockel, wie haben wir Beziehungen zwischen Objekten im Raum? Und das wird bei dieser Arbeit sehr schön illustriert. Sie wird jetzt hier, sie ist variabel einsetzbar und darstellbar. Wir sehen jetzt hier auf einem recht schmalen Sockel eine dicht gedrängte Anzahl von Einzelobjekten, die aber offensichtlich in ihrer Formensprache miteinander in Beziehung gesetzt sind. Wir haben einen Materialmix, auch das ein interessantes Phänomen oder eines, das sozusagen hier zu bemerken ist. Wir haben die Holzsockel, die im Verhältnis zu dem, was wir sonst an skulpturalem Einsatz haben, eine extreme Präsenz haben, die einen eigenen, wirklich massiven Block bilden. Dann haben wir einen filigranen Metallstab und auf diesem Metallstab thront in der Regel eine weitere Form, die wiederum aus Beton ist, also ein Material, das sozusagen gar nichts mit dem Natürlichen mehr in dem Sinne zu tun hat, sondern eben für ein zivilisatorisches Material steht und wo wir natürlich auch den einen oder anderen Bezugspunkt haben. Beispielsweise nenne ich jetzt mal Imi Knöbel mit seinen abstrakten Betonobjekten, die teilweise eingefärbt sind. Es gibt aber noch weitere Beispiele auch. Also das wird hier von Frau Enax eingesetzt. Jetzt kommt hinzu noch bei dieser Arbeit eben, wie gesagt, das Arrangement im Raum. Spätestens seit den Außenskulpturen von Rondin und dann später natürlich ganz massiv auch bei Giacometti kennen wir diese Fragestellung, wie verhalten sich eben Figuren zu ihrer Umgebung, zu dem sie umgebenden Raum, inwieweit bestimmen sie sozusagen den Raum. Das gibt es natürlich auch schon vorher, aber dort in dieser Moderne ist es besonders als künstlerische Fragestellung wichtig geworden und das wird hier eben bei Frau Enax auch zum Thema gemacht. Wir haben eine sehr dichte Anordnung gewählt, eine Kompaktheit, aber theoretisch zu diesen ca. 100 Elementen, die es hier gibt, die hätte man natürlich auch in einer ganz anderen Form präsentieren können. Und das ist etwas, was sozusagen für Künstler dann besonders interessant ist, dass sie auch reagieren können auf die Ausstellungssituation und je nachdem auch sich entscheiden, wie dieses Arrangement dann vorgenommen wird. Ja, jetzt betreten wir in der Ausstellung quasi einen neuen Abschnitt und mit diesen beiden Werken von Monika Suppé. Und wir sehen eine Künstlerin, die bei uns auch immer wieder als Dozentin arbeitet, in meistens eben zum Thema der Zeichnung, hat hier tatsächlich andere Fragestellungen in den Blick genommen und sehr unterschiedliche Antworten im dreidimensionalen Sinne gefunden. Beginnen möchte ich mit der Arbeit rechts von mir. Wir sehen hier ein Objekt, das mit Licht arbeitet, wo wir eine Art Bühneninszenierung sehen. Also tatsächlich, es ist wie ein Bühnenbild. Wir sehen hier die Bäume, die hier dargestellt werden. Wir sehen einen Wald, der aber eigentlich eher schaurig ist. Er hat keinerlei Blätter oder Nadeln, sondern wir sehen tatsächlich nur die reinen Äste. Scheinbar sind die auch teilweise beschnitten, die Äste. Also wir sehen eigentlich einen Totenwald, würde ich sagen. Und das ist natürlich schon eine Fragestellung zur Natur. Sie schafft hier auch ein Setting, das tatsächlich in totaler Künstlichkeit ist, rein in Weiß, natürlich auch gar nichts mehr mit dem Naturbezug hat, so wie wir Wald, Baum oder Naturpflanzen wahrnehmen. Und das ist auch etwas, was sie insgesamt beschäftigt. Wie nehmen wir Natur wahr? Und sie findet ganz unterschiedliche Lösungen dafür, wie hier diese Art Bühnenbild. Und wir sehen hier eine, links von mir, eine Krähe oder einen Raben,
der eine ganz filigrane Struktur in sich trägt. Und dort sieht man auch unmittelbar, warum Frau Suppé bei uns immer wieder als Dozentin für Zeichnung eingesetzt wird. Sie ist eigentlich ausgebildete Architektin, daher der Raumbezug beim Bühnenbild, den wir hier rechts vorhin gesehen haben, aber natürlich auch die Zeichnung, die oftmals Architekten dazu bringt, eben Ideen aufs Papier zu werfen. Jetzt haben wir aber hier gar kein Papier, sondern wir haben eine filigrane, aus Draht gebogene Krähe, die uns hier angebogen wird. Aber was passiert hier? Wir haben also die Linie der Zeichnung, die nun ins Dreidimensionale umgesetzt wird, sich vom zweidimensionalen Blatt heraushebt und eben mit Raum umgeht. Und natürlich das die ganz typische Art und Weise, wie Architekten überhaupt ihren Weltzugang definieren. Natürlich alles dreidimensional und im Raum gesehen. Und insofern ist das eine sehr schöne Kombination künstlerischer Arbeit und der architektonischen Ausbildung von Frau Suppé. Ja, ich sprach gerade von Natur noch bei Monika Suppé. Wir sehen hier vorne rechts eine Arbeit von Petra Butschek. Dann werden einige von Ihnen vielleicht sich denken, naja, wie kommt Herr Wimmer nun auf die Natur dort? Ich finde, was es ausdrückt, ist sehr schön, dieses Art Flechtwerk, das hier eigentlich dargestellt wird, wie wir das eben von Zäunen kennen, Weidenzäunen zum Beispiel. Und gleichzeitig haben wir eben mit diesem Schwung, der hier ausgedrückt wird, natürlich auch eine Dynamik wie vom Wind. Also Dinge, meiner Ansicht nach, die man durchaus in diesen Naturbezug stellen kann, auch wenn es ein ganz anderer ist, als den wir von Frau Suppé jetzt kennengelernt haben. Spannend ist hier, dass wir eigentlich sozusagen eine ganz simple, grundsätzlich simple Gitterstruktur in Ton sehen, die aber dann tatsächlich durch den Schwung eben eine ganz neue Dynamik bekommt, eine Lebendigkeit erhält und tatsächlich wie ein hochkomplexes Formengerüst erscheint. Ein sehr spannender künstlerischer Ansatz. Ja, und dieses Hochkomplexe, das finden wir auch in einer ganz anderen Art und Weise bei Margit Eder. Sie sehen hier dieses kleine Objekt, wir zeigen Ihnen das nochmal gleich im Detail, das auch genau das vereint. Wir sehen eine Art Rosenkugel, ganz filigran gearbeitet, in kleinsten Teilen eben geschaffen, mit dünnsten Wänden, also handwerklich absolut eindrücklich und gleichzeitig tatsächlich, einige von Ihnen kennen das vielleicht, es gibt diese Rosenbouquets, die ganz eng gedicht gemacht werden von Floristen. So etwas in der Anmutung hat das hier in der Gipsform. Ja, und das Dritte, was wir hier noch zeigen, ist eines, was uns ein wenig zurückführt an den Anfang der Ausstellung, nämlich der Umgang mit Elementen des menschlichen Körpers. Nochmal von Brigitte Herzog, wo wir diesen wunderbaren Torso am Anfang der Ausstellung gesehen haben. Hier drei unterschiedliche Hände, die tatsächlich hier präsentiert werden in unterschiedlicher Oberflächenästhetik die dadurch auch dann eine andere Aussage bekommen. Und die Hände, die natürlich ein ganz wichtiger Nachweis des Menschen sind. Hände haben nicht nur diese Gestaltungsfähigkeit, wie wir Welt insgesamt gestalten, wie wir Gerätschaften benutzen, sind also ein ganz wichtiges Instrument, wie der Mensch mit der Welt umgeht. Aber sie sind natürlich auch sehr sprechend in ihrer Hautstruktur über die Biografie des einzelnen Menschen, der uns gegenüber ist. Das Hände geben, durch Corona jetzt ziemlich unmöglich geworden, aber wird vielleicht wiederkommen. Eine Situation, die wir natürlich früher vielleicht gar nicht so als einen Ausdruck von Nähe wahrgenommen haben, aber die tatsächlich jetzt nach dieser speziellen Betrachtung von Corona und des Erlebnisses uns viel deutlicher gemacht haben, dass sich Hände geben tatsächlich etwas, was mit großer Intimität und Nähe darstellt. Ja, ich sprach gerade schon davon, dass wir in dieser Ausstellung unterschiedlichste skulpturale Ideen verfolgt sehen. Mit diesen beiden Objekten von Jutta Haß, langjährige Dozentin bei uns im Haus und wie ich persönlich finde, jemand, der auch jedes Mal mit den Teilnehmerinnen besondere Kunstwerke entwickelt, aber natürlich selbst als Künstlerin auch einen ganz besonderen Zugang hat, oftmals Formen miteinander in Verbindung bringt, die scheinbar widersprüchlich sehen. Wir haben hier einmal offensichtlich in dieser Arbeit, genauso in dieser
menschliche Anmutungen oder organische Formen, die dann aber eine Art Brechung erfahren durch Strukturen, die offensichtlich eigentlich etwas sehr Künstliches, sehr, mehr schon beinahe Industrielles haben. Dieses Geflecht, das hier diesen, ja, diese Vase, diesen Korb aus Menschenköpfen trägt, dieses ist eben dann in ihrer Dreiecksform, dieser Korb, dieses Geflecht eben tatsächlich überhaupt nicht mehr sozusagen verbunden mit Organischem, sondern hat etwas sehr Artifizielles. Und dasselbe Prinzip sehen wir eigentlich auch bei dieser Arbeit. Wir haben ein organisches Element, das hier scheinbar vom Sockel herunter zu fließen scheint, eine Art Masse, die wir gar nicht genau in einer bestimmten gegenständigen Assoziationen haben, aber wir merken, da gibt es was Fluides darin, und daneben oder darauf hineingehen sehen wir dieses schwarze Element offensichtlich in dieser perfekten Form dieses gebogenen, an einen Teil eines Rades erinnert, etwas, was sozusagen diese Masse in irgendeiner Weise auch überwölbt und überthront. Und dieses Verhältnis dieser verschiedenen Formen interessiert, denke ich, Jutta Haas besonders, genauso wie hier. Wir haben hier diese, ja, länglichen, in dieser Dreiecksform ganz abstrakten Formen, die kombiniert werden mit den Köpfen und da ein Verhältnis zueinander bilden. Hier haben wir das eben auch. Wir haben diese fließende Form, die nach unten gerichtet ist. Und dann haben wir die nach oben gerichtete schwarze Form, also etwas, was sozusagen dem Ganzen ein Gleichgewicht gibt. Also Sie sehen, ohne jede gegenständliche Assoziation sehen wir hier, was eigentlich dreidimensionales Arbeiten in vielen Fällen ausmacht, die Verhältnismäßigkeit zwischen den Formen, zwischen den Proportionen von Objekten, von Elementen und dieser Ausgleich, diese Balance, die darin steht, die sozusagen dann den jeweiligen Objekten entweder eine Ruhe geben oder, wie wir es vorhin hatten, in diesem Geflecht diese enorme Dynamik, wenn wir dieses Aufstrebende haben. Ein weiterer Abschnitt der Ausstellung beschäftigt sich eben in einer ganz anderen Art und Weise nochmal mit gesellschaftlichen Fragestellungen, die aber vollkommen unterschiedlich von einzelnen Künstlerinnen und Künstlern beantwortet werden und die sozusagen stärker auch die Frage nach Raum und Objekt, Installation, also solche Fragestellungen, die Erweiterung des dreidimensionalen Schaffens, die es im 20. Jahrhundert eine besondere Bedeutung gewonnen hat und auch in der Gegenwart eine große Rolle spielt, wie man sich als Künstler, Künstlerin sozusagen tatsächlich äußert, jenseits eines einzelstehenden Objekts, eben in einer, ja, Anordnung von Elementen, die dann miteinander eine Kommunikation aufbauen und einen tatsächlichen ästhetischen wie auch gedanklichen Raum schaffen und der bestimmte Themen und Aspekte und Fragen reflektiert. Beginnen möchte ich hier links von mir mit der Metallskulptur von Frau Unterlechner, die wiederum in der Tradition, also vieler Künstler steht, die gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich eben mit Außenskulpturen beschäftigen haben. Eine der berühmtesten und sicherlich markantesten Figuren in diesem Zusammenhang ist Jean Tinguely, der eben großformatige Metallskulpturen für den Außenraum geschaffen hat, die in vielen Fällen auch tatsächlich noch sich bewegt haben. Und das ist etwas, was wir hier in dem Sinne relativ gesehen auch sehen. Eine Arbeit, die aus mehreren oder aus vielen Teilen besteht, aber grundsätzlich den Sockel in einer anderen Form auffasst. Wir sehen in vielen Fällen Elemente, die dann durchaus technisch bearbeitet sind, geschweißt werden, die teilweise aber auch nur zusammengesteckt werden. Und wir sehen dann daraus einen ganzen Kosmos entstehen. Wir sehen hier eine Art Weltkugel, die aber offensichtlich Elemente enthält, die eben des Zivilisatorischen, des Bearbeiteten hier haben. Natürlich besonders auffällig hier die Fahrradlampe, die hier oben prangt, die, ja, ein Scheinwerfer ist, der uns aber als Betrachter tendenziell anstrahlt, also uns in den Blick nimmt. Und dann haben wir noch Elemente wie ein Hufeisen, Zahnräder, Schrauben, also all diese Dinge, die dieses Technische symbolisieren. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich auch durch den Rost, also diesen Verfallsprozess, der mit dem Material im Außenraum dann, geht auch die Frage nach der Zivilisation, also inwieweit die menschlichen Artefakte, die wir schaffen,
tatsächlich ein längerfristiges Dauern, Überdauern, Aushalten in einer natürlichen Umgebung. Also diese Frage, die natürlich dann auch nochmal in der Weltkugel in einer besonderen Art und Weise gemacht wird. Also heute würde man eben dann von dem Anthropozän sprechen, die Welt tatsächlich vom Menschen beherrscht wird und vom Menschen gestaltet und so stark beeinflusst wird, dass das sozusagen ein anderes Prinzip ist als das in Anführungsstrichen natürliche. Und ja, vielleicht ist dann eben hier der Rost auch ein Ausdruck einer kritischen Perspektive des Niedergangs, der Unfähigkeit des Menschen tatsächlich das im positiven Sinne zu gestalten. Rechts von mir sehen wir eher eine gesellschaftskritische Arbeit, die sich wiederum mit dem Verhältnis der Geschlechter beschäftigt. Wir sehen hier eine Installation von Nicola Heim mit dem Titel Die Braut. Sie hat mehrere Elemente und diese Elemente haben unterschiedliche Aspekte der Erwartung an Frauen, die tatsächlich sozusagen in diese Rolle der Braut schlüpfen und sie ausfüllen. Grundlage insgesamt ist erstmal, sind das Fotomaterial aus der Vogue, also vorgefundenes findende Bilder, die dann aber eben mit anderen Materialien kombiniert werden und die in allen Fällen tatsächlich eine Gaze über dieses Bild drüber gelegt haben. Ist das nun der Filter, der da drauf gelegt wird, so wie wir ihn heute von Handy-Fotonutzungen kennen, also eine bestimmte Art eben wie Bilder überdeckt werden und verhandelt werden, anders gemacht werden, oder hat es den Aspekt des Schleiers, der vielleicht auch darüber liegt, wie das ja eigentlich in vielen Fällen traditionell gesehen bei Bräuten üblich war. Dann finden wir auf diesen Strumpfhosen, die hier diesen Art Schleier bilden, diese Gaze bilden, die darüber liegt, sehen wir nochmal über das Foto aus der Vogue gelegt eine Zeichnung, also eine direkte künstlerische Anmutung, aber hier sehen wir eben tatsächlich die filigrane Linie im Vordergrund, also eben nicht mehr die Attribute, die in vielen Fällen natürlich in diesen Fotografien, in den Modezeitschriften auftauchen, sondern das wird eben zurückgenommen und eigentlich ein Sinnbild dessen, was sozusagen eigentlich die Person auszumachen scheint. Es ist eben nicht mit dieser ganz spezifischen Aussage, was für Kleider werden getragen, wird da ein Lippenstift benutzt, wie ist die Schminke, welche Hautfarbe hat die Person. All das spielt in dem Fall dann keine Rolle mehr, sondern das, was jetzt da oben drüber liegt, durch die Künstlerin angelegt, ist eben tatsächlich etwas, was eigentlich die Quintessenz vielleicht auch der menschlichen Form dann ist. Ja, wir sehen darüber hinaus ein Metallelement hier, wir sehen eine Leinwand, die offensichtlich eine gewisse Rohheit hat, etwas, was wie ja, draußen vielleicht gelegen ist, wie beinahe eine Wandstruktur aufweist von abblätternder Wandfarbe. Also es sind immer so Fragen des Verfalls, die hier auch drin stehen. Also wo die Dinge eben nicht perfekt sind, sondern wo eher sozusagen das Unperfekte, das nicht so Schöne offensichtlich eine Rolle spielt. Genau dasselbe finden wir hier wunderbar bei diesem Teil der Installation, wo wir Fundhölzer sehen, die offensichtlich auch in keinem guten Zustand sind. Sie sind nicht weiter bearbeitet, indem sie eben abgeschliffen sind, sondern sie sind mit groben Nägeln zusammengefügt und man sieht sozusagen eine große Rohheit. Also auch das eher die Ursprünglichkeit, eher das Nicht-Schöne, eher das Nicht-Perfekte, was sozusagen diesen Gegensatz bildet. Und genau diese Spannung ist eine Sache, die offensichtlich hier in dieser Frage nach der Identität einer Braut oder einer Frau in der heutigen Welt, in der heutigen Gesellschaft zwischen gesellschaftlichen Erwartungen, zwischen innerer Perspektive und dann auch das Gefühl, wie möchte ich sozusagen eigentlich mich auch präsentieren, sehr schön kritisch thematisiert und hinterfragt und den Betrachter eben sich genau in diesen ganzen Feinheiten sich beschäftigen lässt. Ja, weil wir gerade bei den gesellschaftskritischen Themen waren, sehen wir hier eine weitere Arbeit, die in dem Zusammenhang steht. Das Salz der Erde, offensichtlich der Globus, der uns hier angeboten wird. Ein Bild der Erde, Gold verpackt. Das Salz, das hier oben ist, das natürlich einen speziellen Bezug zu einem Standort hier in Bad Reichenhall hat,
aber gleichzeitig natürlich auch etwas ganz Wichtiges ist. Sie kennen vielleicht die berühmte Fotoserie von Sebastião Salgado. Gibt es auch einen großen Film mittlerweile, ein sehr außergewöhnlicher Fotograf, der die Menschen in ihren Lebensräumen fotografiert hat und insofern nochmal eine Übertragung auch bietet. Was ist denn eigentlich wirklich das Salz der Erde? Was ist das Wichtigste? Ist es vielleicht die Erde selbst, die hier sozusagen den größten Stellenwert einnimmt, die Weltkugel in ihrer Natürlichkeit, das Lebensraum, der hier noch eine größere Bedeutung hat, ist eigentlich dieses Salz, das hier in seinem Salzstreuer auch dann nochmal eine zivilisatorische Komponente hat. Also das Salz in seiner Fabrikationsform, Speisesalz, ist ja etwas, was nicht das Standardvorkommen ist, sondern es wird weiter bearbeitet. Also auch hier wieder die Fragestellung Verhältnis Natur, die Erde und eben der Mensch und sein Umgang mit den Ressourcen, die hier eine Rolle spielen. Ja, von den gesellschaftskritischen Themen machen wir jetzt einen Schwenk hin zu klassischen bildhauerischen Fragen. Sie wissen, die Gebrüder Gruber sind bei uns hier als Dozenten tätig und hier haben wir eine Arbeit von Tobias Gruber oder zwei Arbeiten vielmehr, die er uns hier eingereicht hat. Wir sind bei uns tätig für Aluminium und Bronzeguss und wir sehen aber hier sozusagen ganz spannende skulpturale Ausprägungen eigener Art von Tobias Gruber ganz rechts. Vielleicht als erstes die Bronze, die wir hier sehen, die ja einerseits eine scheinbar abstrakte Form ist, eine Öffnung thematisiert, das Innen-Außen zum Thema macht, die Grundform, die runde Form zum Thema macht, die uns einen Durchblick erlaubt durch die Öffnung, die hier ist und dadurch natürlich auch einen interessanten Aspekt einer abstrakten Verständnis von Innen-Außen, von vorne, hinten, also klassische Fragen eben natürlich auch des Bildhauerischen beantwortet. Und gleichzeitig ist es aber eben auch etwas, was sozusagen was sehr Organisches in der Anmutung zu haben scheint, eben in diesem Rund. Daneben sehen wir eine Arbeit, die sozusagen drei Elemente hat und die miteinander in Beziehung setzen und die offensichtlich die gleiche Art Form aufgreifen, aber diesmal in Gips, nämlich die Teile, die sozusagen möglich die Voraussetzung für eine Bronze sind, also ein Spiel mit der Materialität. Wir haben hier einmal einen Sockel aus Holz, in diesem Falle auch, aber in der rechten Skulptur ist ja ganz exakt gearbeitet. Die Skulptur sitzt darauf auch in einer perfekten Größe. Es ist alles genau ins Verhältnis gesetzt. Bei der zweiten Arbeit, die wir hier sehen, ist das eben anders. Da haben wir ein sehr rohes Element eines Stammes, aufgebrochen, gespalten in seiner Rohheit und gleichzeitig haben wir die Gipsformen, die eben auch nicht zusammenhängend sind, sondern in Teilen auftauchen, jeweils drei. Der Stamm ist hier in drei Elemente gespalten, so haben wir auch drei Gipsformen. Und was bietet uns Tobias Gruber hier auch an, ist eben auch wieder die Innenperspektive, die Durchsicht, die sich gegenläufig bestimmenden Formen von groß und kleiner Rundung, Öffnung, von Fläche und gleichzeitig aber das Volumen, das zwischen diesen Formen steckt, wenn wir sie zusammenführen, die aber hier jetzt aufgebrochen sind und wir haben einen eigentlichen Einblick in die Formidee des Künstlers bekommen. Also eine, wie soll ich sagen, beinahe wie eine Art Vorarbeit, wie eine Skizze, wie ein Element, wo man sagt, ja, da verstehe ich sozusagen, wie der gedankliche Prozess des Künstlers vonstatten gegangen ist, um zur Form zu kommen. Das wird uns hier als Prozess sichtbar gemacht in den drei Elementen, die hier in Gips ausgeformt ist. Ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde, und gerade in dieser Doppelung der beiden Werke. Ja, wir kommen nochmal zu drei Werken, die alle mit demselben Grundmaterial hergestellt worden sind, und zwar mit dem sogenannten Paper Clay, eine ganz besondere Form keramischer Masse. Diese keramische Masse hat den großen Vorteil, sie ist recht einfach zu bearbeiten. Jutta Haas ist die Dozentin, die das hier bei uns in Reichenhall immer umsetzt und einsetzt, die einen wunderbaren, die sozusagen in der Verarbeitbarkeit, aber auch in dem Trocknungsprozess eben große Vorteile bietet und nicht zwingend wie ein klassischer Ton eigentlich das Brennen voraussetzt. Gleichzeitig aber in der Bearbeitung dann mit Farbe auch mehr Möglichkeiten bietet, als das vielleicht in der klassischen
Keramik üblich ist. Und das sehen wir hier sehr schön umgesetzt. Alle diese drei Werke sozusagen spielen eben auch damit, dass wir ein keramisches Objekt haben, das gleichzeitig aber in einer totalen Vielfalt des Farblichen umgesetzt wird. Hier rechts von mir sehen Sie von Isolde Egger eine hochkomplexe Arbeit, die eine sehr kritische Arbeit wiederum zum Zeitgeschehen ist. Wir sehen hier eine Pistole, wir sehen die wunderbare Breze, die natürlich so als Image auch gerade für den bayerischen Raum steht. Dann sehen wir aber ein Hochhaus, das einstürzt. Wir sehen einen Baum, der aber offensichtlich auch eher ja, keine gerade Blüte erlebt, sondern abgeschnitten ist, also eher einen Niedergang symbolisiert. Also eine ganz dichte Erzählung, künstlerische Erzählung. Wir sehen hier nicht, ja, wir sehen hier eine Ziege, die sozusagen aber offensichtlich dann in der farblichen Ausgestaltung eben nur eine Trophäe darstellt. Es ist eben nicht mehr die Ziege an sich, sondern die ist auf einem Sockel, wie eben das, was wir aus den Jagdhäusern kennen, wo die geschossenen Tiere dann sozusagen mit ihren Köpfen und Geweihen an der Wand hängen. So ist es auch hier dargestellt. Ja, hier drüben sehen wir noch weitere Elemente, die sehr viel kritische Meinung natürlich auch über unsere Zivilisation äußern und die eine besondere Lebendigkeit, aber auch in der skulpturalen Umsetzung erfahren. Und ich glaube, das ist auch das Spannende bei dieser Arbeit, dass wir sehen, dass diese Vielfalt hier in, ja, beinahe schon wie in einer heute neu gesprochen Graphic Novel oder in einem Comic umgesetzt wird und dadurch eine besondere Lebendigkeit hat. Ja, und wenn wir zu den beiden Arbeiten kommen, sehen wir etwas ganz anderes hier. Links von mir Petra Buschek, die wir vorhin schon mal gesehen haben mit diesem Geflecht, arbeitet sich hier auch ab im Verhältnis der Form der geschlossenen Körperlichkeit gegenüber einer offenen Geflechtstruktur. Dieses Verhältnis zwischen offen und geschlossen ist etwas, was sozusagen eine wichtige Rolle spielt, offensichtlich. Auch wenn der Unterkörper, der hier in Blau gefasst ist, Löcher aufweist, nehmen wir ihn doch als einen kompakten Körper wahr. Darauf liegt eben eine, wie auch immer, geartetes, offeneres Geflecht, eine Struktur, die aus Linien besteht und die tatsächlich dadurch auch eine ganz eigene Qualität mit sich bringt und eine Durchsichtigkeit ermöglicht. Und dieses Verhältnis zwischen offen und geschlossen wird in so einer Arbeit dann auch nochmal farblich und visuell unterstrichen. Das leuchtende Gelb, das obendrauf strahlt, die Freundlichkeit, Offenheit hat, und das Blau, das eher sozusagen eine Basis für dieses Objekt bildet. Ja, und die dritte Arbeit in diesem keramischen Trio ist von Anastasia Schuster. Ganz anderer Ansatz künstlerisch, weder eine abstrakte Form noch eine richtige Erzählung, tatsächlich eine Vase, also ein ganz klassischer Ansatz, wie wir eigentlich dreidimensionale Körper bilden, die natürlich auch erstmal in vieler Hinsicht ganz praktischen Hintergründen heraus hergestellt werden, die aber gleichzeitig hier in ihrer Oberflächengestaltung dann ein eigenes Bild ergibt, so wie wir das schon aus den Vasen der Ägypter oder auch der Amphoren Griechenlands oder der Römer kennen, die Oberflächengestaltung, die uns eine Erzählung ermöglicht. Hier ist es offensichtlich eben ein Vasengefäß, das dann auch noch außen die Blumen trägt, die vielleicht auch darin stehen. Insofern eine ganz klassische Vorgehensweise. Ja, der letzte Abschnitt der Ausstellung beschäftigt sich nochmal, und das schließt vielleicht auch das, was ich am Anfang begonnen habe, eben über die Skulptur zu erzählen, wo die menschliche Figur im Vordergrund stand, eben mit dem Objektcharakter ab. Also im 21. Jahrhundert hat sich die Skulptur, das Verständnis des dreidimensionalen Arbeitens komplett verändert, vollkommen geöffnet und damit ganz neue Perspektiven eröffnet für Künstlerinnen, aber eben auch für uns als Betrachter und Betrachterinnen. Und wir sehen hier zwei Werke von Lea Anders, die dieses radikale, offene Verständnis skulpturalen Arbeitens sehr gut dokumentieren. Rechts oben hier hängend von mir sieht man ein Werk, das aus Kunststoffelementen so zusammengefügt wird zu einem Geflecht, zu einer Skulptur. Offensichtlich sind das Elemente, die etwas mit Kleidung zu tun haben, Halterungen, die Kleidung in Form halten sollen, die aber mit Kabelbindern hier zusammengefügt werden zu einer ganz eigenständigen Skulptur. Und das ist auch der entscheidende Punkt, um den es letztlich geht, auch bei der Arbeit, die wir hier unten sehen, dieser laufende Kleider
Bügelständer, könnte man beinahe schon sagen. Wir sehen hier verschiedene Rockbügelhalter, und die aber zu einem eigenständigen Element, zu skulpturalen Element geformt sind. Ja, warum sage ich, das ist ein Sinnbild für das 20. Jahrhundert? Weil wir natürlich ab dem Moment, als wir der Fountain die Arbeit eines Pissoirs eben in der Skulptur, in einer Kunstausstellung von Duchamp gesehen haben, haben wir natürlich dann dieses gefundene Objekt, das Industrieobjekt, als gestaltetes ästhetisches Element mit Bildwürdigkeit, mit skulpturalem Charakter, mit künstlerischem Charakter sozusagen in den Blick genommen. Und von diesem Moment an sozusagen haben diese einerseits Objet Trouvés, aber eben auch die Aneignung, die Appropriation Art in dem Sinne, dass wir Industriegegenstände nutzen, um sie dann tatsächlich künstlerisch zu verarbeiten, zu einem neuen Sinn zuzuführen, eine Kontextverschiebung vorzunehmen. Das ist etwas, was tatsächlich eigentlich zeigt, wie aufmerksam, welch künstlerisches Bewusstsein Voraussetzung ist, dafür zu erkennen, dass eben in unserem Alltag sehr viel der ästhetischen Qualität steckt, die wir eigentlich in der Kunst oft suchen. Bei Lea Ansatz ist es hervorragend umgesetzt in diesen beiden Objekten, und dort wird es sichtbar. Und das ist, denke ich, schon auch ein guter Abschluss, weil es im Prinzip ein Bild der Gegenwart dreidimensionalen Arbeitens definiert. Ja, ich stehe hier neben einem Werk von Gabor Richter. Die Arbeit fällt so ein bisschen thematisch aus dem heraus, was wir ansonsten in der 3D-Ausstellung gezeigt haben. Aber sie greift natürlich technisch das auch, was wir jetzt am Anfang der Ausstellung uns angeschaut haben, nicht die Bronzeskulptur. Und hier ist eine ganz besonders spannende Frage, die sich bei Gabor Richter stellt. Wie verhält sich eben dieses Thema Skulptur und Sockel, weil tatsächlich hier künstlerisch da ein ganz wichtiger Schritt gemacht wird. Wir sehen einmal hier diesen Metallständer, der wie eine Art Tisch wirkt, aber die Oberfläche dieses Tisches ist eben ein Spiegel. Und somit ist das ganz entscheidend natürlich, inwieweit die eigentliche Skulptur sozusagen dann eben ein zusätzliches Bild schafft. Wir sehen eben den Reiter hier mit dem Falken oder Adler auf der Jagd, diesen kirgisischen Reiter, den sehen wir eben tatsächlich wie bei Skulpturen idealerweise von mehreren Seiten gleichzeitig. Und das ist ein ganz spannendes Spiel, das daraus entsteht. Gleichzeitig entspricht auch die Art und Weise, wie Gabor Richter hier diesen Reiter versteht, eben auch diesem hochdynamischen Prozess der Jagd, also diese Bewegung, diese Schnelligkeit, die nötig ist, um tatsächlich ein anderes Tier oder vielleicht auch andere Dinge zu erlegen, mit diesem geneigten Pferd, das so nach hinten geneigt ist, der Reiter hat so ein wenig, macht diesen Eindruck vielleicht auch eines zurückgewandten, vielleicht sogar stürzenden, das ist nicht ganz eindeutig, aber zumindest eine hochdynamische Situation, die wir hier sehen. Und als letztes Exemplar ist ganz wichtig bei dem kirgisischen Reiter eben, dass wir auf dem rechten Arm des Reiters eben diesen Adler sehen, der hier eingesetzt wird, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal eben zu Jagdzwecken, aber natürlich auch in früheren Zeiten durchaus in Kriegszeiten genutzt worden. Es sind die Tiere genutzt worden, um eben die Gegner zu besiegen und anzugreifen. Also wir haben hier einerseits ein sehr kriegerisches Element, das aber auf der anderen Seite dann doch auch eine unglaublich schöne Ästhetik hat. In der Oberflächenumsetzung der Bronze ist es ganz schön, weil wir eben diese Lebendigkeit des Körpers, des Pferdes auch sehr stark durch die rohe und nicht glatte Oberfläche hier sichtbar haben. Also auch diese Idee des Dynamischen, des Bewegten, des Aufgelösten wird hier mit umgesetzt. Ja, jetzt kommen wir sozusagen in den Bereich, der eigentlich zur Skulptur des 21. Jahrhunderts gehört oder des ausgehenden 20. Jahrhunderts.
Skulpturen, die aus Materialien bestehen, die eigentlich aus unserem Alltag herauskommen, die oftmals keine besondere eigene Wertigkeit haben und die dann aber in ihrer Verwendung etwas Besonderes schaffen. Beginnen möchte ich hier mit zwei Arbeiten von Silvia Bitschnau, die Sie jetzt hier im Detail sehen können. Und wir zeigen sie im Detail, weil es so wichtig ist, tatsächlich, dass man genau hinschaut. Beim sogenannten Night Hunter aus dem Jahr 2018 sehen wir erstmal ganz offensichtlich eine Figur, eine Art Krieger, ein Bogenschütze, der hier gezeigt wird. Aber spannend ist, dass der Bogen selber aus einem Drahtbügel besteht und dieser Drahtbügel, der findet sich dann auch in der Formgebung für den eigentlichen Körper, aber der Körper ist eine Umhüllung aus Kreppband. Also das, was wir alles so als Klebeband kennen von möglichen Malerarbeiten zu Hause, das wird hier tatsächlich als das Material benutzt, das sozusagen dann das Gewand formt und eigentlich der Skulptur ihre Form verleiht. Und die wiederum, dieses Kreppband ist dann wiederum mit Farbe so versehen, dass daraus sich tatsächlich auch eine Art Mantel ergibt und wir den Night Hunter ganz wunderbar erleben. Ja, und daneben sehen wir noch eine zweite Arbeit von Frau Bitschnau und auch das ist sehr interessant. Die besteht einerseits aus Gips, aber auch hier interessanterweise hat man den Eindruck, es ist beinahe wie so etwas übrig gebliebenes, was dann mit Attributen versehen wird, mit einer Haube. Also das ist ein ganz spannender künstlerischer Ansatz, aus diesen wenigen ganz einfachen Materialien auch dann Skulpturen zu formen, wie jeder das eigentlich in allen Feldern machen kann. Und vielleicht lohnt sich da nochmal ein Hinweis. Es gibt diverse Künstler und Künstlerinnen, gerade im 20. Jahrhundert, die aufgrund von politischen Verfolgungssituationen zum Beispiel Kunstwerke geschaffen haben, die ganz bestimmten Kriterien von Transportabilität oder von der Einfachheit, die verstecken zu können, entsprechend. Beispielhaft will ich nur Magdalena Abakanowicz erwähnen, eine polnische Künstlerin, die noch zu Zeiten eben des Kommunismus in Polen gearbeitet hat und deren Arbeiten zunächst vorwiegend aus Jute-Säcken bestand, weil die konnte sie ganz problemlos unter einem Schrank verstecken. Die zweite Position, die wir in diesem Zusammenhang mit diesen einfachen und Alltagsmaterialien zeigen, ist von die Position von Maria Weber. Frau Weber hat hier uns zwei Arbeiten zur Verfügung gestellt, die wir präsentieren wollten. Und ich beginne vielleicht hier mit der großen Skulptur auf der ganz rechten Seite und ein ganz faszinierendes Phänomen. Wir erkennen offensichtlich eine Art Person, eine Figur, die durch dieses Holzgestell, das wir hier haben, also eine Art tänzerischen Eindruck hinterlässt, also eine Lebendigkeit in sich ausstrahlt. Offensichtlich ein vorgefundenes Holzstück, nicht weiter bearbeitet als entrindet und dadurch natürlich dann auch eben in seiner Holzoptik sprechend. An den Füßen unten finden sich keine Schuhe, sondern eher Hufe aus Gips, die dann nochmal eine Behaarung haben. Und wir sehen aber auch in den Oberkörper selbst hinein die Schaumstoffanordnung, die dem eigentlichen Oberkörper formt hier. Die sieht beinahe auch aus wie ein Gerippe, wo wir hineinschauen können in die Organe dieser Figur. Und gleichzeitig sind sie aber eigentlich das Element, was das Volumen macht. Also es ist eine ganz spannende Idee eigentlich, dass man mit einem so einfachen und ganz leichten, in sich sehr instabilen Material wie Schaumstoff eigentlich das Volumen eines Körpers ausdrucken kann, ohne dass es sozusagen als kompakte Masse vorhanden ist, sondern tatsächlich eigentlich in relativ leichten Linien. Und ja, zusammengefasst und stabilisiert wird es dadurch, dass hier Draht und auch Faden benutzt wird, um eben den Schaumstoff in Form zu bringen und zu setzen. Das setzt sich fort mit einem Styroporelement, das den eigentlichen Kopf formt, hier in Grün. Auch hier eine abstrahierte Kopfform, die auch wieder einen Durchblick erlaubt. Also eigentlich das, was uns sozusagen normalerweise als Kopf ja einen verschlossenen, eine sogenannte Black Box zu sein scheint, ist es hier nicht, sondern wir haben hier interessanterweise einen Durchblick bei dem Kopf. Einen Einblick, so etwas wie wir das in der Körperlichkeit an sich haben.
Ja, und die zweite Arbeit hier ist eine kleinere Skulptur, aber auch besonders spannend. Sie ist auch eben aus einfachen Stoffen, verschiedenen Stoffen zusammengesetzt. Auch hier spielt dieser Schaumstoff eine große Rolle, weil es das formgebende Element für die gesamte Arbeit ist. Es erscheint zunächst, als ob wir hier eigentlich einen Kopf sehen, vielleicht Arme, die hier unmittelbar ansetzen, direkt am Kopf eigentlich. Es gibt keinen Halsbereich und dann haben wir hier oben noch ein Element, das könnte man als eine Frisur verstehen, aber es ist zumindest etwas, was da oben rauskommt und vielleicht auch eine Antennenfunktion haben könnte. Besonders auffällig ist, dass auf diesem Kopf tatsächlich eigentlich das einzige besonders prägnante Merkmal der Mund ist. Also es scheint also tatsächlich, dass Sprache für diese Skulptur eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir sehen aber gleichzeitig so ein komisches Wesen, das wir eben nicht eindeutig zuordnen können. Und doch ist es handwerklich eben ganz fantastisch gelöst. Wir sehen hier Nähte, die tatsächlich dann auch nochmal beinahe wie Operationsnarben auch verstanden werden könnten. Also es ist in dem Sinne auch was sehr Erzählerisches. Die Arme haben ihre Stabilität durch diese Umwickelung mit den verschiedenen Fäden, mit den Garnen bekommen. Die sind sehr unterschiedlich, dadurch haben wir auch ein Farbelement. Es ist also in sich eine hochkomplexe und lebendige Skulptur.